Danke, dass ich hier sprechen darf. Nachdem Ton heute Morgen ja so den radikalen Optimismus gepredigt hat, bringe ich hier den radikalen Skeptizismus rein. Ich, also nicht pessimistisch soll das sein, das möchte ich nicht falsch verstanden wissen. Ich habe das so ein bisschen martialisch mit Datenpanoptikum benannt. Und meinen alten, meinen Foucault aus meinem Politikstudium ausgepackt, der ein oder andere kennt das Buch Strafen und Überwachen, der sich viel mit diesen Gefängnisbauten, wie hier eine Skizze zu sehen ist, befasst. So ein Konzept natürlich noch vor Zeiten, als es noch keine Überwachungskameras gab und man architektonisch das gelöst hat, indem man eben architektonisch dann diese Form gewählt hat, eine Zentrale, die eben in alle Winkel eines Gebäudes gucken kann. Wir kommen jetzt in eine Zeit, in der wir, ich habe das vorhin zum Kollegen so halb witzig gesagt, aber ich bin leider, denke ich, dass wenn wir in ein paar Jahren aus diesem Fenster gucken, werden wir über Städten wie dieser einige von diesen Geräten ständig fliegen sehen, fliegende Überwachungskameras, die nicht nur Kameras tragen werden, sondern vor allem auch Sensoren, die diverse Sachen die ganze Zeit mitschneiden. Das macht allein, sagen wir mal, aus Effizienzgründen Sinn, denke ich, so auf solche Geräte zu setzen. Es ist viel billiger als ein Polizeiauto mit ein oder zwei Beamten drin, sowas irgendwo hinzuschicken und erstmal zu gucken, was da eigentlich los ist. Die Technologie ist mittlerweile im militärischen Bereich, das wissen Sie, durchaus fortgeschritten und die USA setzen in ihrer Kriegsführung eigentlich immer mehr auf Roboter, wenn man so möchte. Und ich denke, dass wir es in so paramilitärischen oder auch im zivilen Bereich mehr sehen werden. Und das hat einiges mit Daten zu tun, weil natürlich diese Geräte bewegen sich ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie greifen natürlich auch auf Geodaten zu, um sich orientieren zu können, vielleicht auf Open Geodata. Und natürlich kommt etwas anderes ins Spiel, wohin die Reise geht, nämlich, Sie haben es vielleicht gehört, dass Facebook gerade eine Gesichtserkennungs-Software gekauft hat, eine Firma. Und das ist hier ein Beispiel von einem Studenten, der mal gezeigt hat, wie er relativ mit seinen einfachen Mitteln heute in einem Marathonstrom einzelne Menschen verfolgen kann, ja, tracken kann. Nur mal so als Demonstration, wo wir heute technologisch stehen. Und ich war neulich auf einem Vortrag, da hat jemand dezidiert über Gesichtserkennung gesprochen und da geht man von einem Faktor 50 bis 100 aus, was sich sozusagen jährlich technologisch möglich wird. Ja, also es wird immer besser, die Rechenleistungen werden immer besser. Das heißt, die Überwachungsmöglichkeiten, die eben auf Daten basieren, in dem Fall biometrische Daten, die, zumindest in Deutschland ist es so, jetzt beim Staat liegen, wenn ich einen neuen Personalausweis beantrage. Und das sind in Deutschland mittlerweile 14 Millionen, habe ich gerade gelesen, gibt es davon schon, die diese biometrischen Daten, also die Gesichter vermessen, enthalten. Wir haben andere Daten, die wir auch die ganze Zeit von uns geben. Das ist hier das Beispiel, was Julian schon angesprochen hat. Das ist ein Ausschnitt aus dieser Vorratsdatenvisualisierung. Also jedes unserer Mobiltelefone, also diejenigen, die hier gerade was in ihr Telefon tippen oder gucken, ihr Provider weiß das ziemlich schnell, was sie gerade machen und wo sie sich aufhalten. Und auch wenn sie im Ausland sind, weiß er, was sie da gemacht haben. Das heißt, diese Daten liegen irgendwo rum, in der Regel nicht bei Ihnen, sondern bei einer Firma in dem Fall bei meinem Mobilfunkbetreiber, der damit auch, sagen wir mal, sehr großzügig umgeht. Also Netzpolitik.org hat vor einigen Wochen mal einen Artikel darüber gebracht, wie lange die diese Daten eigentlich aufheben, egal ob sie dazu, sagen wir mal, juristisch erstmal befähigt worden sind oder erlaubterweise das tun, sondern die machen so mehr oder minder nach internen Firmenregeln. Der eine hebt es mal 90 Tage auf, der andere nur 30, je nachdem. Und vielleicht noch ein Satz dazu, was ich daran bedenklich finde an diesem ganzen Datenthema ist, die Entwicklung dort ist so schnell, die Mengen an Daten sind so groß, aber die Kompetenz der Leute, diese Daten zu verwalten, zu sichern, und gegebenenfalls auch richtig zu löschen, wächst leider nicht proportional mit, sondern so wie ich das beobachte, bleibt dem eigentlich zurück. Wir hatten einen Fall in Deutschland, wo vom BKA bzw. vom Zoll, vor 2 Jahren war das, ein Server gehackt worden ist, der an zwei
Beispielen illustriert, was schieflaufen kann. Das ist nämlich passiert, weil der Vater, der beim Zoll arbeitete, seine Tochter bespitzelte, was sie auf ihrem Rechner machte. Der Freund der Tochter hat das bemerkt und konnte anhand der E-Mail-Adresse des Vaters dann in den Server des Zolls eindringen, hat den komplett gespiegelt und zum Download angeboten. Und wenn man sich angeguckt hat, was auf diesem Server drauf war, hat man bemerkt, dass, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Aussage des Zolls, dass da keine sensiblen Daten drauf waren, nicht wirklich wahr war, weil wenn man sich das genau angeguckt hat, hat man da Datensätze gefunden, die über 10 Jahre alt waren, weil die Software, die der Zoll benutzt hat, dem Nutzer der Software vorgegaukelt hat oder gesagt hat, ja, du hast den Datensatz gelöscht, aber eine Kopie des Datensatzes war nach wie vor auf dem Server vorhanden, irgendwo in einem Speicher, der nicht mehr für die Software, die Software nicht mehr angezeigt hat. Warum ich das erzähle, ist, je mehr Daten es gibt, umso mehr Einfallstore gibt es natürlich, diese Daten auch abzugreifen. Und wenn ich sensible persönliche Daten irgendwo ablege, dann kann ich die natürlich auch mit vielleicht erstmal anonymisierten öffentlichen Daten kreuzen. Und das gilt vor allem, wenn wir uns angucken, wie die technologische Entwicklung ist. Wir wissen nicht, was in 5 oder 10 Jahren technisch möglich sein wird. Ja, das abzuschätzen, was Prozessoren können dann, was Software kann, ist sehr schwer vorhersehbar. Das heißt, die Sicherheitssysteme, die wir uns heute überlegen, könnten in 10 Jahren bedingt oder komplett obsolet sein. Wir haben auf uns zukommt ein Internet der Dinge, was von vielen mit leuchtenden Augen so gesagt wird, und wir freuen uns, dass unser Kühlschrank weiß, was er enthält und was er selber einkaufen muss, und alles redet mit allem, weil sie so Funkchips, wie sie da einen sehen, enthalten, die eben Informationen über sich preisgeben. Das Ganze, alle Objekte um uns herum werden in einem einzigen Netz sein, so wird zumindest erzählt. Das heißt aber natürlich auch, dass diese Geräte mehr oder minder Augen bekommen oder vielleicht auch Ohren und immer mehr darüber wissen, was Menschen machen. Zumindest kann man das Wissen aus den Informationen, die diese Dinge einsammeln, erheben. So, das sind Sachen, die auf uns zukommen. Da geht es ganz viel um Daten, um riesige Datenmengen, die analysiert werden können. Zurzeit werden die vor allem von Unternehmen wie Facebook oder Google natürlich in großen Mengen gesammelt, die daraus vor allem ihr Geschäftsmodell formen, eben um Werbung abzusetzen. Wir wissen aber so gut wie gar nichts darüber, was eigentlich bei denen mit diesen Daten genau passiert. Wir lesen AGBs, also Geschäftsbedingungen, in denen steht bei Facebook beispielsweise, dass sie manche Informationen so lange vorhalten, solange es ihnen nützlich ist. Also, das heißt, sie bleiben so lange bei Facebook, bis das Internet vorbei ist. Ja, weil wann wird eine persönliche Information unnützlich? Es kommen neue Technologien. Manche von Ihnen haben vielleicht von diesem Project Glass gehört, das Google vorantreibt. Das ist ein Head-Up-Display, also für dieses Schlagwort Augmented Reality. Ich kriege Informationen in mein Sichtfeld eingeblendet. Die meisten Leute nutzen das, glaube ich, zurzeit nicht, weil man muss dann mit seinem Telefon vor der Nase rumrennen, was sehr unpraktisch ist, weil man nur noch eine Hand frei hat. Wenn man das aber eben auf ein Brillengestell oder ein ähnliches packt und so konstruiert, dass Informationen ins Sichtfeld eingeblendet werden können, dann entstehen natürlich interessante Anwendungsszenarien. Wenn Sie genau hingucken bei diesem Bild, in dem Rahmen ist oben eine kleine runde Öffnung, das ist nämlich eine Kamera, die in den Produktvideos oder den Konzeptvideos, die man sieht, eben auch sofort live das Sichtfeld ist Nutzers übertragen kann. Also das heißt, vielleicht, wenn solche Technologien sich in 2, 3, 4 Jahren auf dem Markt bewähren, wissen wir eigentlich gar nicht mehr, oder wir müssen uns einer ständigen Beobachtung unterzogen fühlen, weil wir wissen ja gerade gar nicht, nimmt der auf. Ich weiß nicht, ob dann immer da ein rotes Licht leuchten wird. Gekoppelt mit Gesichtserkennung, wir wissen nicht, wer diesen Datenstrom mitliest. Das meine ich mit diesem Datenpanoptikum vielleicht, um das nochmal zu wiederholen. Wurde vorhin auch schon mal gesagt, ziemlich am Anfang noch. Wir sind aber eben auch am Anfang einer Welt, die von Sensoren umgeben, in denen wir von Sensoren umgeben, werden die sehr smart sein werden. Zurzeit sind die noch relativ stumpf und dumm, sie werden aber immer besser, immer schlauer.
Ein Punkt noch, was ich heute auch bei den Diskussionen zumindest nicht so gehört habe, und Sie erinnern sich vielleicht, ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren in Deutschland war immer in der Tagesschau, wurde von vielen Arbeitsplatzabbauten vor allem in Fabriken, Automobilfabriken geredet, weil eben Roboter kamen, ne, Industrieroboter. Und ich denke, dass sowas wie Siri nur der Vorbote ist von einem Roboter, der immer mehr Arbeitsplätze ersetzen wird. Siri erfüllt schon sehr viele Aufgaben, die beispielsweise eine Telefonauskunftsperson früher gemacht hat, oder eine Sekretärin oder ein Sekretär. Das ist gerade, sagen wir mal, noch ein sehr avantgardistisches Projekt, was sich eben bestimmte oder Apple-Nutzer leisten. Aber Apple hat oft Projekte oder Produkte vorangetrieben, die dann später Mainstream wurden. Und dahinter ist natürlich eine enorme Rechenleistung, die dahinter liegt. Semantische Technologien, die auf Grundlage von Daten eben in Anführungsstrichen intelligentes und mehr kontextabhängig Informationen liefern kann. In solche Datenbanken fließen sicherlich auch Open-Data-Sätze ein. Worauf ich hinaus will, wenn man von Open-Data spricht, muss man auch davon sprechen, was das für die Arbeitsplätze in Verwaltung etc. heißen wird. Weil unter einem ständigen Kostendruck immer weniger ausgeben zu sollen dürfen, aber immer mehr tun zu müssen, ist es natürlich sehr angenehm oder verführerisch, eine Software die Arbeit von einem Menschen machen zu lassen. Und das führt ja nicht dazu, dass der Mensch dann was anderes, vielleicht Sinnvolleres für die Gesellschaft tun kann. In der Regel ist es nicht so, sondern sein Arbeitsplatz wird freigestellt. Das ist vielleicht nur ein Aspekt, den ich denke, dass der unter aller Open Data und Open Government Euphorie auch immer mitgedacht werden muss. Ich denke, dass einige ältere Verwaltungsmenschen, auch wenn es hier noch welche vor dem Saal gibt, sich an die Einführung von EDV erinnern, von elektronischer Datenverarbeitung und was das in Verwaltung bedeutet hat. Vielleicht noch mal eine Sache. Ich gebe ganz oft ganz viel Daten von mir. Zurzeit wissen relativ viele Einrichtungen, Firmen darüber Bescheid, dass ich gerade in Linz bin. Nämlich mein Telefon hat das schon mehrere Tage jetzt seit gestern Abend verkündet, wenn man so will. Vielleicht weiß es Google, weil ich mich mit einer IP aus der Gegend angemeldet habe. Ich habe ein Ticket hingebucht. Die Deutsche Bahn weiß das, dass ich zumindest ein Ticket für meinen Namen hier hingebucht habe. Ich habe zwar kein Geld abgehoben, wenn ich es getan hätte, wüsste es mein Geldinstitut und so weiter und so fort. Was ich sagen will, gebe andauernd von mir Informationen preis, die in Datenbanken landen, die irgendwo auf Festplatten landen, die mit mir in Kontext gesetzt werden können. Habe so gut wie keine Kontrolle darüber, was mit diesen Daten passiert. Und ich kriege auch in der Regel so gut wie nichts davon zurück. Ich kann es auch nicht irgendwie löschen. Ja? Ich kann nicht zu einem Unternehmen gehen, und das kann jemand wie Twitter sein, sagen, ich möchte alle meine Tweets haben. Das ermöglicht zum Beispiel Twitter nicht, sondern ich muss das, wenn, händisch machen, ja, händisch zurückspulen. Und das gilt für ganz viele andere Bereiche auch. Ich finde das ein ziemliches Unding, und wir sind ja jetzt hier nicht in einer Riege, wo Politikerinnen und Politiker sitzen. Ich denke aber, dass da zum Beispiel die Politik tätig werden müsste und zumindest erlauben soll oder verlangen muss, dass ich als Kunde auch Zugriff auf alle meine Daten, die ein Unternehmen über mich vorhält, Zugriff habe und natürlich auch die Option, die komplett zu löschen, so weitgehend wie möglich. Ja, so viel vielleicht zum Skeptizismus. Wir haben über Open Government schon viel heute gehört. Ich musste jetzt nicht nochmal darüber referieren, was da auch das, was dieser Komplex alles umfasst, was Open Data auch an Chancen bietet. Ich muss leider noch einen skeptischen Satz dazu sagen. Sie sehen hier eine Karte der Internetverbindung, also der terrestrischen Kabel, also vor allem der Seekabel, wo ja schon ein Nord-Süd-Gefälle zu sehen ist. Also Sie kennen vielleicht das Schlagwort des Digital Divide oder des digitalen Graben. Ich denke, dass der natürlich auch in diesem ganzen Komplex Open Government Data und Open Data passiert und nicht nur jetzt über nationalstaatliche Grenzen hinweg, sondern natürlich in den Gesellschaften. Wenn wir uns hier auf der Veranstaltung umschauen, sind wir schon eine sehr, sagen wir mal, eine bestimmte Kaste von Menschen, die hier sitzt, die vor allem in der Regel einen technokratischen Beigeschmack hat, die oft
oder meist auch männlich ist. Und der eine oder andere wird es auch wissen, dass viele Menschen außerhalb bestimmter Zirkel mit diesem ganzen Thema wenig anfangen können. Es schwierig ist, auch sagen wir mal, den gesamtgesellschaftlichen Nutzen dieses Themas zu transportieren. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall den Aspekt von Bildung, von Fortbildung, von Weiterbildung immer bei diesem Thema mitdenken. Das ist nicht nur ein Thema von Open Data, so wie ich es beobachte, oder von Open Government, sondern gilt für diese gesamte digitale Sparte. Wer sich an Schulen rumtreibt, zumindest habe ich das, tue ich das manchmal in Deutschland, dann schlage ich eigentlich nur die Hände über den Kopf andauern zusammen, zumindest innerlich, wenn ich mir anschaue, was für ein Niveau herrscht auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, was die digitale Gesellschaft angeht, dann sehe ich auf jeden Fall für die nächste Generation oder die nächsten beiden, sieht es so aus, dass da nicht viel zu erwarten ist, zumindest was das Digitale angeht von der Institution Schule, was natürlich ein unglaublich, sagen wir, ineffizient ist für eine Gesellschaft, die sich denkt, dass sie eine Wissensgesellschaft ist. Zum Thema Open Government Data würde ich noch anmerken, dass wir eigentlich nicht nur, dass da Open Government Data eigentlich nur ein Aspekt sein kann. Ich glaube, ich muss in Österreich nichts darüber sagen, wie viel Politik mit Wirtschaft zu tun hat und wie die sich gerne miteinander ineinander schlingen. Deswegen würde ich sagen, wenn wir über Open Government Data sprechen, wir müssen immer auch über wirtschaftliche Aspekte sprechen. Und mit Open Economy Data meine ich jetzt nicht den Begriff der Volkswirtschaft, von offenen Volkswirtschaften, die eben in einem freien, möglichst unkontrollierten, schrankenlosen globalen Weltmarkt agieren können, sondern ich meine Open Economy Data mehr so, dass ich weiß, wo Ressourcen wie gebraucht werden, welche Warenströme funktionieren, wo sie langlaufen, vielleicht auch wo eben welcher CO2-Ausstoß stattfindet, weil nur wenn ich weiß, wie der globale Weltmarkt passiert, kann ich ihn auch besser, effizienter gestalten, also ressourcenschonender. Ich kann die Überproduktion, die zurzeit in enormer Menge stattfindet, ja, also glauben Sie ja nicht, dass alle Autos, die jedes Jahr hergestellt werden, in irgendeiner Form verkauft werden. Die verrotten auf irgendwelchen Halden. Ja? Das sind enorme CO2. Die Herstellung eines Autos kostet unglaubliche Mengen an Energie, haben einen Umweltverbrauch. Da ist das 5 Jahre lang Autofahren teilweise ein Witz gegen. Ja, das darf man nicht vergessen. Also, und Autos sind somit die größten. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, was wir an Überproduktion erleben. Deswegen denke ich, wenn wir über Open Data sprechen, müssen wir über ganz viele verschiedene Datenströme sprechen, wenn wir zumindest nicht nur ein bisschen Verwaltungsmodernisierung haben wollen, sondern eine Gesellschaft, die sich vielleicht schlauer anstellt, als es bislang getan hat. Wir haben nämlich ein Werkzeug, was es bis vor 20 Jahren nicht gab, das Internet, was eben ermöglicht, sehr schlau sich zu organisieren. Ich habe hier noch die Schlagworte Finanzdaten, Energiedaten hingeschrieben. Thorn hatte das Beispiel auch schon gemacht. Open Corporates finde ich, ist mein, sagen wir mal, bislang finde ich das sinnvollste Open Data Projekt, was ich kenne, außerhalb von, sagen wir mal, verwaltungs- oder staatlichen Einrichtungen, weil es wirklich ein sehr ambitionierter Versuch ist, aber ein unheimlich politischer, wichtiger Ansatz ist, zu versuchen, überhaupt zu verstehen, was eigentlich die Firmen, die immer wieder versuchen oder es auch schaffen, Politik zu gestalten, wie sie eigentlich sich firmieren. Ja, es ist ein internationales Handelsregister in offenen Daten, das versucht eben alle möglichen Zweige und Subfirmen etc. einfach mal identifizierbar zu machen und nicht hinter irgendeinem Nebel verschwinden zu lassen. Ich hatte eben schon einen Aspekt gesagt, dass wir uns schlauer organisieren können, auch wirtschaftlich. Ich finde so Modelle, Don hatte auch ein anderes Beispiel gebracht, das war, ich glaube, Culture Crowd aus Schweden, wo eben über einen Ideenmarkt, über Crowdfunding-Aspekte sich wirtschaftliche, in dem Fall war es kulturwirtschaftliche Sachen organisieren. Der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht schon mal von der Plattform Kickstarter gehört. Es gibt im deutschsprachigen Raum auch ähnliche Projekte. Kickstarter ist so eins der, sagen wir mal, oder das prominenteste Beispiel, weil dort immer mehr
Wirtschaft passiert, nämlich so, dass ich sage, ich pitche da, ich stelle ein Projekt vor, das sind teilweise technische Innovationen und frage, ob jemand bereit wäre, das zu kaufen. Ich kann dann sagen, ja, ich kaufe es zu dem und dem Preis, ne, krieg vielleicht auch noch, wenn ich mehr zahle, noch irgendwelche Besonderheiten dazu. Und wenn ein bestimmter Schwellwert, der vorher definiert worden ist, erreicht wurde, dann wird das Geld sozusagen auch an den, der das Projekt eingestellt wird, ausgezahlt und er kann in die Produktion gehen. Und ich finde das einen unheimlich interessanten Ansatz, weil er faktisch einen planwirtschaftlichen Ansatz darstellt, der aber nicht irgendwie von einem Staat kontrolliert wird, sondern dezentral eben von jedem, der daran teilnimmt. Und ich glaube, dass es in manchen Bereichen oder in vielen anderen wirtschaftlichen Bereichen auch funktionieren kann. Und um den Link nochmal zum Daten zurückzukriegen, wenn ich das nicht nur für, sagen wir mal, irgendwelche Elektronik-Gadgets benutzen will, sondern auch für alltägliche Wirtschaftsgüter. Ja, also angefangen, das kann, denke ich, runtergehen bis in den Ernährungssektor. Dann brauche ich Informationen und die brauche ich am besten in Echtzeit und die brauche ich am besten maschinenlesbar. Ne? Also wieder zurück zu den Datensätzen. Und vielleicht noch ein letztes zu dem, was Daten für uns bedeuten werden. Das hier ist der Makerbot, der eine oder andere von Ihnen kennt das, ein 3D-Drucker, ist gerade so der ein wirklicher ein Trend, der sich gerade durchsetzt. Auch Widerton ist da jemand, der da auch viel darüber erzählen könnte, viel mehr als ich, weil er sich damit mehr befasst. Sie sehen hier so Spielzeug um das Ding herumstehen. Das Teil druckt aus, sagen wir mal, aus Kunststoffspulen anhand von 3D-Modellen eben Plastikobjekte. Es ist zurzeit noch mehr auf dem Level des Spielzeugs, zumindest im privaten Sektor. Aber es fängt sich da gerade an, interessante Sachen zu ergeben, weil man damit durchaus auch Keramik oder auch Metall drucken kann. Nicht mit diesem Gerät, aber ähnlichen. Es gibt sogar 3D-Drucker, die drucken ganze Häuser aus Beton. Und da geben sich ganz spannende Aspekte draus, weil ich kann anfangen, natürlich die allgemeinen Gebrauchsgüter von Serviettenringen und Eierbechern, die ich zurzeit im Supermarkt irgendwo aus China hergestellt, kaufe, selber zu machen, dann, wenn ich sie brauche. Also Ressourcen lassen sich schon. Es kommen jetzt Geräte auf den Markt, die sozusagen recyceltes Plastik, die hinkommen wollen, dass ich meine Plastikflasche wieder zu Hause zu Rohkunststoff mache, um mir dann Sachen daraus herzustellen. Es gibt ganz viele Aspekte jetzt natürlich daran, was Urheberrecht angeht. Ja, wenn ich quasi mit 3D-Kameras Modelle von bestehenden Objekten anfertigen kann und mehr oder minder eins zu eins ausdrucken, kriegen wir dann nochmal eine ganz andere Debatte. Wir kriegen Sachen, wir werden Datensätze sehen, mit denen, oder diese Geräte können natürlich auch Waffen herstellen. Vielleicht dieses Gerät noch nicht, aber in ein, zwei Generationen werden die vielleicht Formen von Pistolen und so weiter herstellen können. Das kann ich völlig unkontrolliert machen. Das funktioniert alles mit Daten, mit Datensätzen, mit Informationen, die digital vorliegen. Das heißt, ich denke, die Institutionen, die wir zurzeit haben, sind kaum in der Lage, das in irgendeiner Form adäquat zu kontrollieren oder zu leiten. Ich will noch einen Ausschnitt aus einem Film zeigen. Coalition of the Willing heißt der. Das ist ein 15-minütiger Film aus Großbritannien, der versucht, eine Analyse zu machen, wie unsere Gesellschaft zurzeit funktioniert, wie sie durchdrungen ist von einer sehr neoliberalen Wirtschaftssicht. Und nochmal betont, wie man sich eigentlich heutzutage aufgrund des Internets auch komplett anders organisieren kann. Der ist sehenswert, allein weil er gut gemacht ist, aber auch weil ich Teile der Ideen, die dort vertreten werde, oder der, sagen wir mal, der Vision, die dieser Film hat, wirklich anschaulich darstellt. Und ich zeige den jetzt zum Schluss, weil ich eben nochmal betonen will, wir haben mit diesem Datenthema einen unheimlichen Schatz, auf dem wir sitzen, ein Schatz, mit dem wir sich durchaus Gesellschaft auch wirklich einen Schritt weiterbringen lässt, wenn wir es schlau anstellen, wenn wir die richtigen Werkzeuge dafür bauen, die richtigen Plattformen. Und deswegen ist für mich so die Frage, und das ist eben die Frage, wie wird in so einer Welt, die immer mehr aus Daten, die immer digitaler ist, die immer mehr aus Daten besteht, wer sitzt eigentlich da in diesem Raum, in diesem Panoptikum, wer bestimmt, wer da sitzt, wer
kann es kontrollieren. Mir schwebt sowas vor und ich glaube, da muss einiges noch passieren. Wir dürfen natürlich Daten nicht glauben. Ja? Nur weil eine Verwaltung Daten veröffentlicht, entschuldigt jetzt bitte, liebe Verwaltungsmenschen, sind sie nicht wahr oder richtig? Manipulation kann natürlich auf einem ganz anderen Level bei Daten stattfinden. Und wenn wir nicht Formen oder Einrichtungen schaffen, die sozusagen als Clearingstelle oder als Kontrollstelle außerhalb der Verwaltung, aber möglichst auch außerhalb der Politik, also über eine Form von zivilgesellschaftlicher Einrichtung, die nochmal Daten auch auf ihre Wahrhaftigkeit überprüft. Wenn wir sowas nicht machen, werden wir natürlich auch nochmal Manipulation, Beeinflussung, Lobbyismus etc. auch auf einem ganz anderen Niveau erleben. Aber, wie gesagt, ne, damit ich auf einer positiven Note ende, ich glaube, da sind die Messen nicht gesungen und es gibt auf jeden Fall viele Menschen, das beobachte ich, bin ja auch bin jetzt nicht so Teil dieses Open Data Wanderzirkus, wie ihr es vorhin genannt habt, Ton und Daniel, aber ich bin auch auf der einen anderen Konferenz und diese Stimmung, dass Menschen merken mit Daten oder dieses ganze Thema Open Government Data öffnet auch eine Perspektive, zum Teil vielleicht auch aus verfahrenen Situationen. Die Stimmung, die herrscht an verschiedenen Stellen und wir müssen jetzt, denke ich, nur die richtigen Wege wählen. Und damit bin ich auch am Ende.